Es wird mit Computersprache vorgetragen. Eine Reise in die Türkei in Ungarn. Autor SelzerMcKenzie. Die Arbeitslosigkeit ist hoch im Nordosten Ungarns und Attila Hortyek kann ein Lied davon singen. Der bullige, doch schüchterne Mann stellt 180 Gussefäser im Jahr für den Wein der Gegend her, den berühmten Tokajer, alles in Handarbeit, Daubenringe, alles. Zwei Gehilfen hat er und manchmal, wenn er allein ist, so wie heute, und eine dritte Hand braucht, um Metallringe über die Dauben zu ziehen, eine sehr knifflige Geschichte, kommt seine Frau aus der Küche herüber und hilft ihm. Er hatte es nicht leicht, doch wer hatte das schon in Ungarn nach der Wende? Hortyek verlor seinen Job im Staatsweingut. Mit 42 Jahren begann sein neues Leben als Fassbinder, ein Handwerk, das er zusammen mit jungen Burschen lernte. Ein kleiner Staatskredit mit Auflagen half Lehrlinge muss er ausbilden und sein Handwerk Touristen zeigen. Bisher steckt er fast alles, was er verdient, ins Holz, das er im Winter oben in den Bergen schlägt. Da liegt mein Kapital, sagt er, so viel wie zwei Autos, und zeigt auf das Holz, das zwei Jahre lang zum trockenen Wind und Sonne ausgesetzt ist. Er wünscht sich einen weiteren Kredit, dann könnte er sich wenigstens eine neue Maschine leisten, die ihm die Arbeit erleichtern würde, aber daran ist nicht zu denken. Attila Hortyek hat es weit gebracht, eine Erfolgsgeschichte, aber ist es nicht wirklich? Seine Familie kann leben, sagt er, und er ist ein geachteter Mann. Selbst zur Bürgermeisterwahl sollte er sich aufstellen lassen. Das sei nichts für ihn. Statt des Senna engagiert er sich in der Fassbinder-Tanzgruppe der Winzergemeinde Tokaj und tritt in ganz Ungarn auf. Eine kleine Tanzeinlage auf dem Rasen vor seiner Küchei gibt er noch, man kann nur staunen, wie wendig er ist. Das hat ihm schon damals geholfen nach der Wende, sagt er. Erdöbenü ist sein Zuhause, ein Örtchen am Rande des Sempliner Gebirges, das sich über der kleinen Stadt Tokaj zu einem Solo 500 Meter emporschwingt, zum Bergkegel Tokaj-Hegi am Zusammenfluss von Bodruk und Theiß. Voller Rebzeilen ist dieser einstige Vulkan mit der waldigen Kuppe im Weinbaugebiet Tokaj-Hegyalja, das heute an den Ruhm vergangener Zeiten anknüpfen möchte. Entlang des Flusses Bodruk und in seinen Seitentälern liegen seine Winzerdörfer, eine malerische Gegend. Furmint ist eine Traubensorte hier, wegen ihrer dünnen Schale auch gleich die wichtigste. Doch Herslevel und Sergamuskotelli, die anderen Hauptrebensorten, sind im Westen fast unbekannt. Furmint bleibt auch im deutschen Furmint. Herslevel wird lindenblättriger und Sergamuskotelli gelber Muskateller. Daraus werden richtige Gaumenschen-Eichler, vor allem der Aszü, gerühmt von Sohnenkönig der 14. als Wein der Könige und König der Weine, nicht weniger geschätzt vom Zaren als Dessertwein. Und seit 2002 ist Tokaj UNESCO-Welterbe, eine Auszeichnung, die weniger die 27 Orte des Anbaugebietes würdigt als dieses selbst mit seiner seit fast einem Jahrtausend lebendig erhaltenen Kulturtradition des Weinanbaus, seinen uralten Weingütern und Kellern. Ganze Hügel und Anhöhen sind durchlöchert wie ein Schweizer Käse, so lange wird hier schon Wein angebaut. Es ist eine komplizierte Geschichte mit diesem Aszü, der nur aus Trauben mit der Edelfäule, Botrytis cinerea, gekeltert wird. Den Verursacher, einen Pilz, steuern im Herbst die beiden Flüsse mit Nebeln und Feuchtigkeit bei. Ein Aszü-Jahr sei ein Geschenk Gottes, sagen die Menschen am Bodruk, nicht jedes Jahr ist eines, doch man lebte lange gut davon. Ausbruch heißt Aszü auf Deutsch, der Pilz lässt die Trauben aufplatzen, Saft tritt aus, die Beeren schrumpfen nicht alle gleichzeitig, so dauert die Lese von Hand ihre Zeit. Bis tief in den November hinein werden die Rebstöcke in Abständen von Tagen mehrmals abgesucht, die Trauben in Butten von 25 Kilo gesammelt. Mühselig ist die Lese, mehr als 15 Kilo Arak schafft eine Person kaum. Wie Rosinen sehen die Zucker- und extraktreichen Beeren aus. Den Trauben wird zur Mazeration gärender oder süßer Jungwein desselben zugesetzt, je nach Qualitätsstufe C6 Butten Edelfäule Trauben kleiner als Fassmost. Das traditionelle Gönz bis zu 48 Stunden Liwein auf der Maische, das bringt VK und Extrakt, aber auch schön Reh, dann wird gepresst und sehr leifass fermentiert. Tief unter der reift der Wein mindestens zwei Jahre lang in Eiche, in der Flasche ein Weidjahr.
Trinkfertig kommt er in den Adel, doch alt werden kann er bis zu 100 Jahren. Köstlich, kostbar, kostintensiv ist der Tokajer und die Wehmutung ist nicht einfach. Ein Jahrhundert lang war der Tox im Westen vergessen, ein halbes schwand die Region zudem hinter dem Ennenvorhang und damit von der Landkarte. Hochwertige Tropfen wie einst Samorodni aus edelfaulen und normalen Trauben wurden im sozialistischen Paradies der Tauschwirtschaft zum Billiggesöff. Der Önologe der Rekösch-Weinkellerei erzählt, dass man Samorodni im Moskau der 80er Jahre gegen einen Getränkebon bekam, billiger als Cola. Tokaj war in den 80ern tot, heißt es auf dem heute im schicken Design daherkommenden Dieszenökö-Weingut. Nach der Wende wurde alles anders. Wie gut, wird sich noch erweisen müssen, denn alle großen Kellereien sind in ausländischer Hand, sagt der junge Mann vom Gut und schaut etwas säuerlich drein. Die Ukraine liegt nicht weit, knappe 60 Kilometer, dort mochte man Tokajer Weine schon immer, nahm es aber nie so genau, und so sollen heute Millionen Liter falschen Tokajers als Tokaj die Märkte Russlands und der Gussstaaten überschwemmen. Made in Ukraine, ein Wein aus Rosinen, man hat für diese Frechheit in Tokaj nicht mal ein Lachen übrig. Schließlich war man 1772 die erste Weinregion der Welt mit Lagenqualifizierung. Dieszenökö hat sich der französische Versicherungsriese AXA gesichert und das Weingut in die Zukunft katapultiert. Die neuen Besitzer ließen vom ungarischen Stararchitekten Dezső Eckler die Architektur der traditionellen Keller Tokajs avantgardistisch interpretieren und in die Vulkanerde des Weinbergs setzen. Auch drinnen wurde alles mit Hightech auf Weltniveau getrimmt. Strenge Ertragsbegrenzung ist Pflicht, 10 bis 12 Trauben pro Stock lässt man zu. Man schmeckt es bei der Verkostung in den stimmungswohlen Gewölben. Auch andere haben sich eingekauft Namen, die jeder kennt. Pieper Heizeeck im Chetejau der Risla, Vega Sicilia im Weingut Hoemus. Zu den prominenten Produzenten, die sich in der Vereinigung Tokaj Renaissance zusammengeschlossen haben, zählt auch Gröf-Degenfeld. In den 90er Jahren kam Gräfin Marie von Degenfeld aus Albstadt nach Tokaj, wo es einst Familienbesitz gab. Sie kaufte mit Coupons aus dem ungarischen Entschädigungsprogramm auf Auktionen Staatseigentum, hatte bald einen Flickenteppich von Weinflächen zusammen, tauschte und kaufte zu auch eine verfallene Kelleranlage. Sie und ihr Mann riskierten und investierten, obwohl sie von Weinproduktion keine Ahnung hatten und die Creme des internationalen Weinbusiness schon da war. Heute gehört ihnen eine der führenden Kellereien und das dazugehörige Palais, das sie als schmuckes Schlosshotel am Dorfrand von Tokaj betreiben. Aber auch einheimische Familienbetriebe keltern erstklassiges. Vielleicht der bekannteste ist Istvens Sepsi, der Ertragsbegrenzung bis zur Schmerzgrenze betreibt. Für ihn ist Tokaj wegen der geologisch-klimatischen Gegebenheiten die komplexeste Weinbauregion der Welt, drin Weißwein für feine, aromatische Süße, Tät, und das ist ihr Problem. Heute, da die ganze Welt trockene Tropfen schick findet, kann man sich nicht nur auf Tokajer Klassiker wie Samorodni Aszü und Estzenzea verlassen, sondern muss immer mehr Weine trocken ausbauen wie einen Furmint, der fast farblos ist mit Noten von grünem Apfel und Grapefruit gekeltert im Stahl, eine Entdeckung ohne Zweifel. In die Kellereien ist die moderne Ehe gezogen. Ein Besuch im Land des Aszü aber ist noch immer eine Reise in die Vergangenheit. Pferdefuhrwerke rumpeln Allee entlang, barocke Kirchtürme dösen über verschlafenen Dörfern, altmodischen Bauerngärten, Maisfeldern und Rebzeilen. Hier und da ist ein Waldstück zu sehen und allenthalben klappert es aus Storchennestern von Schornsteinen und Telegrafenmasten von Dachfirsten. Am Städtchen Tokaj ergießt sich der stattliche Bodrug in die Breite, aus der Ukraine herbeiströmende Theiß. Weiher, alte Flussarme und Schilfgürtel, säumen sie, die Störche kommen jeden